Im heutigen Video zeige ich wieder interessante Thema, wie ist einfach mit unserem Gasgrill Gemüse zu grillen. Ich zeige drei unterschiedliche Varianten: auf normales Grillrost, auf eine Plancha und mit einer Gussplatte. Wie ich das mache, ihr könnt in meinem Video sehen. Bitte nicht umschalten und bleiben Sie dran. Hallo, ich bin Waldi und heute machen wir Gemüse. Jetzt ist gerade Frühling und ist Zeit auch, also nicht nur Fleisch zu grillen, sondern auch Gemüse. Für heutigen Video, ich habe unterschiedliches Gemüse genommen. Das kann man alles Mögliches nehmen. Ich habe zum Beispiel Aubergine, Zucchini, Paprika, Maiskolben, rote Zwiebel oder Schalotten und Champignons. Und in diesem Video zeige ich drei unterschiedliche Methoden. Ich mache gleiche Gemüse auf Grillplatte, auf eine Plancha und auf normales Grillrost. Und dann kann man schon also am Ende des Videos einen Unterschied sehen. Und ich sage auch also meine Meinung, wie ist besser oder wie ist einfach. Und ich habe schon in mehreren Videos gesagt, dass mir gefällt alles, was einfach ist. Mit Maiskolben also zeige ich extra eine Variante, weil also das ist also für mich also ist beste, was gibt's, weil Maiskolben also passen fast immer. Egal welches Party ist, Kinder sind immer dabei und Frauen und Kinder mögen Maiskolben. So, ich schneide zuerst also dann alle Gemüse und da muss man absolut also keine Profi sein, da muss man also ganz einfach, aber nicht zu dünn alles durchschneiden. Zum Beispiel nehme ich Champignons und mache ganz einfach halbieren. Genau, da habe ich also schon ein paar vorbereitet. Dann Schalotte und rote Zwiebel auch ganz einfach halbieren. Bei Paprika mache ich ganz einfach vordere Seite und Rückseite ganz einfach abschneiden. Dann schneiden wir die Mitte raus und so geht dann ganz einfach, kann man Paprika schneiden. Und so gefällt mir am besten, weil Paprika liegt dann richtig auf dem Grillrost, auf dem Grillfläche. Nicht irgendwie so richtig gebogen ist, sondern die sieht also fast flach aus. Und ich nehme dann ganz einfach also ein Schüssel und lege das alles rein. Dann Aubergine auch in Scheibe schneiden. Scheibe muss nicht zu dünn sein, so circa 1 cm. Weil mit Aubergine muss man aufpassen, Aubergine geht sehr schnell fertig ins Grill und deswegen, also wenn zu dünn ist, also dann wird also ganz einfach verbrannt oder zu trocken. Dann kommt auch Zucchini. Und jetzt, das kommt also alles in eine Schüssel. Es gibt auch also sehr viele unterschiedliche Varianten. Kann man ohne Öl braten und ölen nach dem Braten. Ich habe das auch also schon probiert, also gefällt mir aber nicht so besonders gut. Und ich mache ganz einfach mit ein gutes Olivenöl, das ist Jordan-Olivenöl. Mache ich Öl, also ganz einfach ein bisschen oben drauf. Dann mache ich salzen. Besser mit Meeressalz. Dann mache ich das alles vermischen.
kann man das auch, also zum Beispiel unterschiedliche Kräuter noch dazugeben. Aber ehrlich zu sagen, nach meiner Meinung, ich habe schon mehrmals so unterschiedliche Gemüse gemacht, ob das Zucchini, Aubergine, unterschiedliche Peperoni oder Paprika. Ein bisschen Olivenöl und Salz reicht vollkommen und dann schmeckt immer perfekt. Und jetzt kommt das alles also ins Grill rein. Gemüse, ich grille zum Beispiel immer bei direkter Hitze. Ob Plansche, eine Gussplatte oder bei normales Grillrost, ich grille immer bei direktes Feuer. Kann man auch also bei indirektes Feuer, aber das braucht man also dann ziemlich viel Zeit. Es gibt auch also eine Möglichkeit mit Gemüsekorb zum Beispiel auch grillen. Ehrlich zu sagen, mir persönlich gefällt das nicht, weil da liegt also immer also dann zum Beispiel ein paar Schichten, also mehrere Gemüse zum Beispiel aufeinander und ich weiß es nicht, das ist alles Geschmackssachen, mir persönlich zum Beispiel gefällt nicht. Aber ich zeige also, was mir gefällt. So, mein Grill jetzt bei ca. 250 Grad. Ich mache auf Plansche auch also ein bisschen Olivenöl. So, dann mit einem Pinsel, also dann kann man das auch also verbreiten. Und jetzt lege ich also dann Gemüse überall. So, da sieht man am Grillrost, also Gemüse schon angefahren, da sieht man, das ist auch ein schönes Muster. Und da am Plansche zum Beispiel sieht man auch, das ist schon leicht angebraten, aber ziemlich flach. Ich lasse noch so ein bisschen liegen. Aber was mir zum Beispiel besonders am Grillplatte oder am Gussplatte gefällt, wenn Gussplatte Rillen hat, dann immer so ein schönes Muster Gemüse bekommt. Und deswegen, meiner Meinung nach, Gemüse bei dem, oh, das sieht aber richtig schön aus. Weg. So, und da kann man schon sehen, dass da zum Beispiel bei Plancha wird eine Schicht eingebrannt. Also, und das wird also schon ziemlich flach, aber auch also sieht also eine Kruste und sieht auch also perfekt aus. Bei einer Gussplatte mit Rillen, Muster ist besonders gut und das gefällt mir sehr. Bei Grillrost aber, bei dem normalen Grillrost, Gemüse wird nicht schnell fertig, aber gibt es einen Nachteil. Da kann man auch sehen, die wird auch also ziemlich trocken. Wir sehen auch also ziemlich trocken und weil also das direktes Feuer also von unten kommt und die wird also auch also ein bisschen ausgetrocknet. Aber das geht auch wunderbar. Alles sieht richtig perfekt aus. Jetzt kann man schon also das alles rausholen. Meine Gemüse ist fast fertig, aber ich habe noch nicht Maiskolben gemacht. Maiskolben, ich mache zum Beispiel immer direkt am Grillrost. Sage ich auch warum. Aber zuerst also muss man die vorbereiten. Und für Maiskolben vorbereiten, da braucht man auch nicht viel. Da muss man auch also nur ganz einfach ein bisschen Olivenöl nehmen. Es gibt auch also ziemlich viele unterschiedliche Varianten, aber ich mache zum Beispiel das schon seit Jahren. Ich mache ein bisschen Olivenöl, gut verbreiten, bei allen Seiten und dann auch salzen. Und das kommt jetzt auch bei direktes Feuer ganz einfach ins Grill rein. So, und dann kann man auch also noch Würstchen noch dazu legen zum Beispiel. So, Gemüse jetzt ist auch also fertig. Da kann man
noch ein bisschen andere Kräuter zum Beispiel noch dazu legen. Aber ich kann Ihnen versprechen, die wird also schon so richtig perfekt schmecken. Ich kann auch also sogar probieren. Das kann man auch also noch ein bisschen nachsalzen zum Beispiel. Wow, heiß! Und Maiskolben muss man immer wieder so drehen. Egal also welche Gemüse ihr macht, also es gibt also keine bestimmte Zeit. Ich mache keine bestimmte Zeit zum Beispiel extra so für Aubergine oder Paprika. Da muss man immer wieder schauen und immer wieder drehen, weil bei Gemüse also muss man ein bisschen aufpassen. Solche Sachen wie Aubergine zum Beispiel, also wird sehr, sehr schnell trocken oder verbrannt. Oder zum Beispiel Süßkartoffel, auch also so. Und bei Maiskolben muss man auch immer wieder drehen. Und Maiskolben, ich mache immer also so braten, dass da also zum Beispiel braun von alle Seiten so eine braune Stelle bekommt. Und dann die ist fertig. Muss nicht unbedingt also schwarz sein. Zum Beispiel wir waren in Kroatien und in Kroatien oft so am Strand, also kann man auch also dann zum Beispiel Maiskolben kaufen, aber die sind also dann nicht braun wie bei mir. Die sind also oft also sogar fast schwarz, aber schmecken trotzdem. Aber sage ich, das ist alles also Geschmackssachen und jeder macht, wie er mag oder wie er will. So, jetzt ist mein Gericht fertig und da sieht man also zum Beispiel Mais, Zwiebel, Zucchini, Paprika, Champignons, ist alles richtig fertig und sieht also richtig schön und knusprig. Und meiner Meinung nach also muss man also direkt also von dem Grill also gleich rausnehmen und direkt aufs Teller legen und essen. Dann schmeckt richtig am besten. Ah, ich habe vergessen, also da muss man probieren. Jetzt kann ich auch probieren. Champignons richtig gut, aber meiner Meinung nach muss man noch ein bisschen salzen. Das gefällt mir sehr. Das kann ich ehrlich fast jeden Tag essen. Ich hoffe, mit meinem Video kann ich Ihnen behilflich sein. Danke fürs Anschauen. Ich wünsche euch Gesundheit, Gottes Segen. Tschüss und bis nächstes Mal.